In der Nacht zum 28. Oktober werden die Uhren vielleicht zum letzten Mal eine Stunde zurück auf Winterzeit geschaltet. Die EU-Kommission will die Zeitumstellung im kommenden Jahr abschaffen. Jeder EU-Staat soll sich entscheiden, ob im Land dauerhaft die Sommer- oder die Winterzeit gilt. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker drängt auf einen nicht zu großen Flickenteppich. Die Geschichte mit der Zeitumstellung ist gar nicht so neu, wie wir vielleicht denken. Historisch gesehen begann alles zur Zeit des Ersten Weltkriegs, um Kohle zu sparen. Und dann 1976 zur Zeit der Ölkrise. Aber wenn man genau hinsieht, war es ein Vorschlag von Benjamin Franklin, den er 1784 machte, zum Ende des 18. Jahrhunderts, um Kerzen zu sparen. Die meisten Deutschen würden sich für die Sommerzeit entscheiden. Doch mit der ewigen Sommerzeit wäre es in vielen westeuropäischen Ländern im Winter morgens sehr lange dunkel. Die EU-Länder sind skeptisch. Vermutlich bleibt alles vorerst beim Alten.